Schwapp, schwabba, du. Hör mal auf zu singen. Guten Abend, liebe Leute, hier ist der Willi. Ich bin der liebe, liebe Willi und ich bin der beste Freund oder einer von den Freunden von Justin Leonard. Und wenn ihr da jetzt mal hinguckt, der hat ein Loch im dicken Onkel. Ich meine, der hat ein Loch in der Socke. Ein Loch in der Socke, oh Mutti, ein Loch in der Socke, oh Mutti, was tun? Dann stopf es, oh Willi, oh Willi. Nein, ich sing das ja gar nicht. Habt ihr das gehört? Ach so. Ein Stimmenwunder. Stopp mal, Leute. Hier ist der Wahnsinn der Familie Riedel Folge 1 am späten Abend und nicht am Morgen. Wieso denn? Wie? Moment. Wieso Folge 1? Wir sind schon eigentlich bei Folge 3. Ja, und? Also zählen, liebe Leute, ist auch eine Kunst. Ne? Ich habe 5 Finger, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, so. Du kannst auch ein bisschen schneller zählen, nächstes Mal, wenn du zählst. Und wieso hast du eigentlich denn die Stimme deines guten Gewissens weggetan? Ach, hau mir ab mit den Stimmen. Ich habe den ganzen Tag Stimmen im Kopf. Und alle erzählen die was anderes, die Stimme des guten Gewissens. Boah, Willi, du bist so toll. Und die Stimme des schlechten Gewissens sagt, boah, Willi, hast du schon wieder die Stinkesocken an? Und ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll, ja? Wenn ich habe immer dieselben Socken an und die riechen überhaupt gar nicht. Die sollen der Stimme des schlechten Gewissens gehorchen. Und soll ich euch mal was erzählen? Hier, ne? Das hier, ne? Das ist mein Lieblingsfroschi, damit ihr alle Bescheid wisst. Der ist nämlich rosa. So. Und ich habe auch eine Lieblingsschnecke. Ehrlich jetzt, das ist La Perla. In die bin ich total verliebt. Oh, La Perla, La Perla. Schön, dich zu sehen. Froschi, ich küsse dich und dann bist du schön. Ey, das war cool jetzt, oder? Nee. Ich bin voll der Entertainer, egal. Da, habt ihr gesehen, da kommt La Perla angeflogen. Schätzelein, komm. Ich bin wie ein Vater zu dir, wie ein Vater ohne Penis. Nein, du bist wie eine Mutter zu mir, wie eine Mutter ohne Busen. Labert dir jetzt ein Zeug. Mutter ohne Busen. Okay. Man weiß es nicht. Das finde ich jetzt arg schräg von dir. Nee. La Perla, Schätzelein, komm, lass dich küssen. Nee, Busen hast du wirklich nicht. So, das ist, liebe Leute, guckt mal. Das ist meine allerliebste La Perla. Süß, ne? Eine Zauberschnecke. La Perla, der Willi ist in dich verknallt. Ja, weiß ich doch. Ja, weiß die doch. Ich küsse die doch jeden Abend. Das ist ja auch meine Zauberschnecke. In Zauberschnecken darf man auch verliebt sein. Und das ist mein Zauberfroschi, sag. Und dem bist du auch verliebt. In dem bin ich auch verliebt. Der verwandelt sich zwar nicht in eine schöne Prinzessin und in den schicken Prinzen auch nicht. Das ist einfach nur ein Froschi. Der kann auch nicht furzen. Das finde ich schon mal vorteilhaft. Weil manche Tiere hier auf der Couch, ne, die Little Lucy zum Beispiel, die furzt nachts immer. Das finde ich nicht so cool. Und Annabelle, die zappert immer. Finde ich auch nicht so schön. Mama, die muss immer dann die Flecken da oben wegwischen. Aber das kriegt ihr immer ganz cool hin. So. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Ne? Ach so, und wann kommt die Stimme des guten Gewissens? Ach, hau mir doch ab mit den Stimmen. Sag. Ich habe gar keine Stimmen. Hallo, Willi. Ich habe, Moment. Ich habe da was gehört. Ich glaube, ich habe Petersilie im Ohr. Lustig? Gar nicht lustig. Doch lustig, tralalalala. Das lag an der Petersilie im Ohr, weil ich eine Stimme gehört habe. Ich höre ja immer Stimmen, die sonst keiner hört. Das ist ja auch ein bisschen schräg. Doch, also ich habe... Weißt du, ich meine, da gibt es ja Leute, ne? Die nehmen sich... Ich habe die gehört, die Stimme. Gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Finde ich blöd. Ich nicht. Habe ich überhaupt euch schon den Schwabber-Song vorgesungen? Ja. Schwapp, schwabber, dubidu. Schwapper, schwabber. Hast du schon. Und Froschi, der
Frosch, der kann immer dazu. Schwappa, schwappa, schwappadu, schwappadu. Willi. Dance, beat somebody, dance, dance, dance. Ich auch noch an zu singen, haben wir gleich Party hier. Und weil jetzt gleich Partyzeit ist, mache ich jetzt mal Schluss. Nein. Tschüss, Leute. Nein. Tschüss. Nein. Das war der tägliche Wahnsinn der Familie Riedel, Folge 1 oder 3.